Weißbrot Moor, LAG Pfälzerwald Plus. Ja, ich grüße Sie auch. Was kann ich für Sie tun? Ja, mein Name ist Ute Weißbrot-Mohr. Ich betreue mit meiner Kollegin, der Monika Sartori, die Geschäftsstelle der LIDA-Region Pfälzerwald Plus. Unser Sitz ist in der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens. Mein Name ist Monika Sartori und ich teile mir die Arbeit hier in der Geschäftsstelle der LRG Pfälzerwald Plus gemeinsam mit meiner Kollegin Ute Weißbrot-Mohr. Wir betreuen insgesamt 4 Landkreise, wobei der größte Anteil unserer LRG der Landkreis Südwestpfalz ausmacht. Das gehören aber auch noch Verbandsgemeinden der Landkreise Kaiserslautern, Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße dazu. Ja, zu den Aufgaben des Regionalmanagements gehört es in erster Linie, als Ansprechpartner für Leute da zu sein, die eine Projektidee haben und nicht wissen, ob diese in die Förderung passt. Wir beraten und unterstützen dann den jeweiligen Projektträger bei der Formulierung des Projektes, bei dem Ausfüllen der nötigen Formulare und auch später bei der Antragstellung. Eine weitere Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte LIDA-Region. Wenn sich Projektträger an uns wenden, was sie beachten sollen bei der Erstellung ihrer Projektanfrage bzw. bei ihrem Projektantrag, gibt es keinen vorgefertigten 10-Punkte-Plan, den wir in den Lostopf werfen können, sondern wir haben halt verschiedene Punkte, die der Projektträger sich selber versuchen muss zu beantworten, um herauszufinden, ob sein Projekt in unsere Förderung hineinpasst. Zum einen ist natürlich die Frage, ob es sein Projekt die regionale Entwicklung fördert. Wir haben eine lokale Entwicklungskonzeption, an der sich das Projekt orientieren muss. Dann ist natürlich die nächste Frage, um eine LIDA-Förderung zu erhalten, muss das Projekt auch innovativ sein. Also kann dieses Projekt einen innovativen Beitrag zu der Entwicklung leisten. Der nächste Teil ist natürlich auch die Frage nach der Finanzierung des Projektes. Der Projektträger muss komplett in Vorleistung treten, sodass auch gesichert sein muss, dass er das Projekt komplett vorfinanzieren kann, bevor er die Förderung erhalten kann. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass der Projektträger beachten muss, dass die Förderperiode 2022 ausläuft. Bis dahin müssen die Projekte nicht nur umgesetzt sein, sondern auch abgerechnet sein. Was vielleicht vor dem Hintergrund Zeit noch ein weiterer Aspekt ist, der beachtet werden muss. LIDA kann zwar wahnsinnig viel, ist aber auch ein bisschen zeitaufwendig. Also der Projektträger sollte auch genügend Zeit mitbringen, das Ganze auch von der bürokratischen Seite bearbeiten zu können. Wir unterstützen, wo wir können, aber den Zeitfaktor muss er natürlich selber mit ins Boot werfen. Meine persönliche Meinung zu LIDA ist, dass es ein Förderprogramm ist, das vielfältig einsetzbar ist. Wir können zum einen investiven Maßnahmen fördern, wie zum Beispiel der Bau des Besucherinformationszentrums in Elmstein. Wir können aber auch Personalkosten, die speziell zu einem Projekt gehören, fördern, also Projektstellen. Das ist bei uns jetzt beim Sternenpark des Biosphärenreservats der Fall oder zum Beispiel bei dem Projekt Digitale regionale Direktvermarktung. Es ist auch möglich, Studien zu fördern, die als Grundlage für weitere Projekte dienen. Als Beispiel dient hier die Potenzialstudie zur Regionalvermarktung, die wir als LIDA-eigenes Projekt gefördert haben. Was auch so toll ist an LIDA, dass der Innovationsgedanke dabei ist. Also es können auch mal Ideen gefördert werden, Projekte, die mit ungewissem Ausgang sind. Was auch sehr schön ist in dieser LIDA-Periode, wir dürfen kleinere Projekte als Bürgerprojekte fördern. Also jeder Verein, der was umsetzen möchte, was der Allgemeinheit dient, was für einen guten Zweck vielleicht auch ist, also für die Dorfgemeinschaft, der kann einen Antrag einmal im Jahr auf Förderung als Bürgerprojekt stellen. Das ist auch eine schöne Sache und mit relativ wenig bürokratischem Aufwand verbunden. Am LIDA-Regionalmanagement finde ich am schönsten, dass wir sehr vielfältige Aufgaben haben. Wir begleiten unterschiedlichste Projekte, die in unsere verschiedenen Schwerpunktthemenbereiche passen und haben dadurch mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Wir arbeiten sowohl mit Landwirten zusammen als auch mit Privatpersonen oder öffentlichen Projektträgern, aber halt auch mit dem Ministerium oder den Bewilligungsbehörden beim Ministerium oder auch der ADD. Durch den LIDA-Prozess sehe ich den Mehrwert für die Region, dadurch, dass viele Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die vorher gar nichts miteinander zu tun hatten. Zum Beispiel aus dem Bereich Touristik und Landwirtschaft, aber auch aus dem Bereich Sozialem, Jugendarbeit, Politik. Auch Privatpersonen können Mitglied in der LIDA-Aktionsgruppe werden
und sich auch in den Vorstand wählen lassen. Der Mehrwert ist auch, dass nicht nur Projekte einer Größenordnung umgesetzt werden können, sondern das geht ja schon von den Bürgerprojekten los. Eine Förderung 1.500 bis zu einer Förderung theoretisch von 150.000 Euro. Also kleine und große Projekte können gefördert werden. Auch Kooperationsprojekte werden nochmal besonders gefördert, mit benachbarten LIDA-Regionen zum Beispiel. Und insgesamt ist durch LIDA eine finanzielle Unterstützung des Engagements für vor Ort gewährleistet.